Hey, my friends, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brawny TV. Ich habe für euch heute ein kleines Review und zwar zu dem Film, wie Jodie über sich hinauswuchs. Der ist seit 2019 auf Netflix zu sehen, hat jetzt in diesem Jahr seine Fortsetzung bekommen und habe mir natürlich jetzt erstmal diesen Film angeschaut, bevor ich mir den zweiten angeschaut habe und möchte diesen natürlich auch als ersten reviewen. Worum geht's denn? Wie Jodie sich über sich hinauswuchs. Es geht um die junge Jodie, die 1,85 Meter groß ist. Entschuldigung, dass ich hier meine Blätter erstmal kurz sortiere. Und sie hat dadurch natürlich, leider natürlich, ihre Probleme, den Alltag zu bewältigen. Und das resultiert einfach daraus, dass Teenager insbesondere in der Hinsicht einfach Arschlöcher sind. Und leider ist dieses Klischee der großen Frau bzw. dieses Problem der großen Frau auch in der Erwachsenenwelt ein riesengroßes, in Anführungszeichen, ein riesengroßes Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie versucht sich jetzt irgendwie durchzuschlagen. Sie lernt einfach keinen Mann kennen, der ihr wieder im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen ist, und so kommt es dann eines Tages, dass ein schwedischer Austauschschüler in ihre Schule kommt und der heißt Stick. Und natürlich verliebt sie sich direkt in ihn. Er ist groß, er ist blond, er hat lange Haare, er sieht gut aus und das gefällt er ihr natürlich sehr, sehr gut. So versucht sie sich jetzt an ihn ranzuschmeißen, aber natürlich hat die Schulschönheit auch auf ihn schon direkt ein Auge geworfen und so kommt es dazu, dass die zwei sich als erstes Mal treffen und auch zusammenkommen. Aber Jodie will sich nicht unterkriegen lassen und mit Hilfe ihrer kleinen großen Schwester versucht sie das Ganze anzugehen und wird dadurch immer wieder begutachtet durch ihren besten Freund Dunkelman, der schon seit ihrer Kindheit in sie verliebt ist und natürlich da auch ziemlich eifersüchtig ist, weil Jodie ihn einfach nicht will, weil er viel zu klein ist. Mehr möchte ich jetzt auch erstmal nicht verraten über diesen Film. Es bleibt insgesamt eine Teenie-Rom-Com, die im Großen und Ganzen doch ziemlich klischeebehaftet ist. Aber alleine schon durch den Aufbau so ein bisschen was anderes reinbringt. Es passieren schon relativ viele größere Dinge schon gegen Anfang des Films und Mitte des Films. Es wird jetzt nicht so langsam aufgebaut wie in eine wie keine, wobei die Story recht gleich ist, weil hier wird die große Frau zur Schönheit gemacht und in eine wie keine die Brillenträgerin zur Schönheit. Allerdings gibt es da auch einen eher langsamen Aufbau. Zu den Darstellern. Jodie wird gespielt von Ava Michelle, Stick wird gespielt von Luke Elsner und Dunkelman von Mark Schietoni. Insgesamt jedoch eher unbekannte Schauspieler insgesamt. Und allerdings dafür, dass es eine 0815 Teen-Rom-Com geworden ist, die immer wieder so durch kleine herausstechende Akzente bestechen kann, haben auch die Schauspieler relativ gut gespielt und das habe ich dann insgesamt auch schon sehr oft deutlich schwächer gesehen. Zu den Kulissen, Kameraeffekte gibt es nichts Besonderes zu sagen. Die Kulissen sind klassisch eine Schule. Die Kameraarbeit war auch insgesamt solide gemacht. Spezialeffekte gab es natürlich in einer Team-Rom-Com keine. Zum Abschluss kann ich diesem Film definitiv 5 von 10 Punkten geben. Nein, ich gebe diesem Film für das, was es in seinem Genre ist, 6 von 10 Punkten, weil doch immer wieder Punkte sind, die doch im Gegensatz zu 0815 Filmen ganz toll herausstechen und mich auch auf jeden Fall mitnehmen, und der Film hat mich insgesamt sehr, 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 sehr gut unterhalten. Deswegen hat er sich diesen sechsten Punkt auch verdient.
verdient. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte. Wenn euch der Film gefallen hat, wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare und abonniert den Kanal und drückt die Glocke, wenn ihr noch mehr von den Reviews von mir zu Netflix-Filmen sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.